Mit purer Absicht hingegen handeln die hier. Mücken. Sie wollen unser Blut und tun alles dafür. Aber so schnell lassen wir uns nicht unterkriegen, oder? Wir starten jetzt den Gegenangriff. Sowas Ähnliches wie ein Tennisschläger, ein Handy oder ein Armband könnten uns womöglich dabei helfen. Wir haben es getestet. Ein Picknick an einem lauschigen Sommerabend. Für Steffi und Patty könnte es nichts Schöneres geben. Doch im Gebüsch lauern bereits hungrige Plagegeister. Massen von Stechmücken. Diese kleinen Helfer versprechen Schutz gegen die Blutsauger. Doch funktionieren sie auch wirklich? Steffi und Patty wollen das für uns testen. Ein Weiher mit Schwärmen hungriger Insekten ist genau der richtige Ort. Erster Kandidat, das Antimücken-Armband. Im Viererpark kostet es rund 10 Euro. Riechst du das? Also das riecht man schon. Das ist gewollt, denn die austretenden Duftstoffe aus Zitronengras sollen die Mücken vertreiben. Unsere Testerinnen warten 10 Minuten. Bis jetzt sind wir noch nicht gestochen, also. Doch die Freude währt nur kurz. Schon nach 20 Minuten nehmen die ersten Mücken die Witterung auf. Und stechen zu. Vorbei ist es mit der Ruhe. Also nach einer halben Stunde können wir sagen, funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Zum Armband fragen wir einen Experten. Martin Geier ist Mückenforscher. Er bestätigt unser Testergebnis. Diese Mückenarmbänder versprechen etwas, was der Wirkstoff auch niemals halten kann. Eine magische Schutzwolke um einen Menschen herum, das funktioniert einfach nicht. Daumen runter für das Armband. Der Insektenschröter für knapp 19 Euro ist eine elektrische Fliegenklatsche. Das Prinzip, die Mücken berühren die Metallseiten und werden regelrecht gegrillt. Tut das weh? Nee. Lügst du? Funktionstest bestanden. Testerin Steffi begibt sich auf Mückenjagd. Der Erfolg ist deutlich hörbar und sichtbar. Jeder Blitz eine erlegte Mücke. Punktuell, wenn man jetzt von der einen oder anderen Mücke so peu à peu heimgesucht wird, könnte man sich wahrscheinlich schon gut schützen. Und deckt sich das auch mit der Expertenmeinung? In einem geschlossenen Raum, wenn man da eine einzelne Mücke jagt, dann kann man die mit einem solchen Tennisschläger wirklich relativ bequem unschädlich machen. Für die gezielte Jagd auf die Mücke im Zimmer ist der Insektenschröter sein Geld wert. Gilt das auch für die Anti-Mücken-App für 99 Cent? Die gibt's für alle Smartphones. Wir testen zusätzlich eine kostenlose Variante. Für uns fast nicht hörbare Töne sollen die Mücken vertreiben. Praktisch wäre die App. Schließlich hat man das Smartphone ja oft dabei. Patty wagt sich in den Mückenschwarm. Doch die Insekten zeigen sich völlig unbeeindruckt. Die kostenpflichtige und die kostenlose Variante haben den gleichen Effekt. Gebracht, glaube ich, hat es überhaupt nichts. Also es waren gleich viele Mücken da. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich sie vertreibe. Ist der Experte genauso skeptisch? Das ist kompletter Nonsens. Also es gibt keine einzige wissenschaftliche Untersuchung, und es ist oft untersucht worden, die irgendwie belegt, dass diese Töne weibliche Stechmücken abhalten können. Die Mücken-App fällt glatt durch. Schlägt sich die Zitronella-Kerze für knapp 8 Euro besser? Die Anti-Mücken-Kerzen sieht man gerade in südlichen Ländern öfter. Wie beim Armband soll der Duft ätherischer Öle die Mücken vertreiben. Zitrusmäßig. Aber nur ganz leicht. Und das bisschen Duft soll die gefräßigen Mücken abhalten? Unsere Testerinnen warten ab. In den ersten 10 Minuten wirkt die Kerze. Das ist bisher ganz gut. Also bisher war noch keine Mücke da. Zufall? Auch mit der Kerze machen wir den Härtetest mitten im Mückenschwarm. Jetzt haben wir eine verbrannt, aber... Aber das ist ja nicht die gewünschte Wirkungsweise. Die restlichen Mücken ergreifen noch nicht panisch die Flucht. Nach einer Minute wird ihre Zahl nur leicht weniger. Also ich glaube, der gewünschte so und mückenfrei definitiv leider nicht. Und wie sieht das der Experte?
Wenn kein allzu großer Stechdruck ist, dann kann es durchaus mal ein bisschen helfen, aber eine richtige Hilfe bei einem starken Mückenbefall ist sowas auch nicht. Geht so, ist unser Fazit für die Zitronella-Kerze. Unser letztes Gadget, die Insektenfalle für etwa 16 Euro. Die funktioniert ähnlich wie der Schläger. Kommt eine Mücke mit den Drähten in Berührung, erhält sie einen tödlichen Stromschlag. Das UV-Licht soll die Insekten in die Falle locken. Der Strom kommt entweder mittels USB von Laptop und Co. oder von Batterien. Also ich glaube, dass es nicht nur Mücken anzieht, sondern ich glaube, dass generell die aufs Licht halt gehen, die ganzen Insekten, dass sie davon angezogen werden. Oder auch nicht. Während die Mücken die erste Mahlzeit in Angriff nehmen, bleibt die Falle völlig leer. In 20 Minuten verirrt sich gerade mal eine Fliege darin. Also es ist keine gezielte Abwehr gegen Mücken, sondern es ist eher so der Rundumschlag im Dunkeln. Auch der Experte bemängelt die Fehlerquote. Da steht das Verhältnis von getöteten Mücken zu nützlichen Insekten, die leider auch darunter leiden, in keinem vernünftigen Verhältnis. Deshalb überzeugt auch die Insektenfalle nicht. Von allen Anti-Mücken-Gadgets konnte nur eines überzeugen. Unser Champion ist der Tennisschläger. Definitiv Platz 1. Easy im Handling und vor allen Dingen hört man, dass es funktioniert. Ansonsten hilft dann doch nur das Anti-Mücken-Spray, um den Abend am Weiher ohne Blutverlust genießen zu können.